Wisst ihr, was ich auch richtig gerne mache im Dezember? Natürlich neben der Weihnachtszeit mag ich es total, wenn man so auf das vergangene Jahr zurückblickt. Also wenn man so Spielelisten macht, Toplisten, was sind meine Flops, was sind meine besten Filme, welche Serien habe ich geguckt und so weiter. Mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich momentan keine andere Idee habe, werde ich hier einfach mal auf mein persönliches Jahr 2021 zurückblicken und nehme euch damit nach dem Intro. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Jetivin und ich freue mich, dass ihr da seid, denn heute schaue ich mal zurück auf mein Jahr 2021. Ich möchte es so versuchen, mit so wenig Cuts auszukommen. Ich mache das in reiner Stream- oder Vlog-Manier, wie ich es einfach schon von früher noch kenne, versuche mich da so ein bisschen nicht zu stark zu verhaspeln. Ich bin in dem Fall eigentlich nicht der richtige Mann, aber ich versuche es zumindest. Und ja, habe mir gedacht, ich möchte so wenig wie möglich über Persönliches sprechen, über Privates, weil das lässt sich manchmal nicht vermeiden, das werdet ihr schon sehen, aber das lasse ich mal außen vor. Ich meine, das interessiert doch eh keiner so, sagen wir mal ehrlich, was soll ich euch erzählen? Ansonsten gibt es trotzdem doch echt einiges, was dieses Jahr so als Content Creator bei mir so los war, weil sich sehr stark Mindset und auch Möglichkeiten verändert haben, vertauscht haben. Also das muss ich schon sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt hier einfach mal so eine richtige Rohfassung und lade die dann später hoch. Mal gucken, ob das gut ankommt. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich mache das separat in drei Blöcken, die ich so anspreche. Das ist einmal der Block Spiele, also Spielverhalten, Spielkonsum, was ist da so bei mir gewesen. Dann mal der Block Streaming, weil ich ja auch sehr, sehr viel in diesem Jahr gestreamt habe, aber es da, sich da auch was ändern wird, das möchte ich auch schon mal vorweg sagen. Und YouTube, das ist sowas, was jetzt ihr, die ja auch nur auf YouTube unterwegs seid oder die auch auf YouTube jetzt gerade dieses Video gucken, eher interessant ist. Aber wir gehen mal einfach mal da, hier Reihe für Reihe um. Reihe für Reihe um, ich weiß nicht. Lasst uns beginnen mit dem ersten Block und der nennt sich Spiele. So, bei Spielen ist es ja, muss man halt nochmal, oder muss ich jemanden, der jetzt zum Beispiel mich erst seit kurzem kennt, mit auf den Weg geben, dass ich 2020, im August 2020, ja, wieder zu YouTube gekommen bin. Und davor habe ich 3 Jahre lang sehr intensiv einen Podcast betrieben mit einem lieben Fabian zusammen, der nennt sich Dash FM oder nannte sich Dash FM. Und wir hatten den Anspruch, so ein bisschen so einen magazinartigen Podcast zu sein, der sehr, sehr viele Spiele reviewt. Und diese Zeit war vollgepackt mit Spielen. Ich habe sehr, sehr viel gespielt. Ich habe sehr viel auch versucht abzugrasen, ja, auch Sachen, die mich nicht so sehr interessieren, gerade auch Indie-Spiele, die kurz sind, habe ich gerne mitgenommen, so richtig schön weggefrühstückt, damit ich sie im Podcast besprechen kann. Und das hat natürlich sehr viel mit mir gemacht, weil in so einer Zeit kannst du nicht ausgiebig spielen, du musst immer up-to-date sein, also die neuesten Spiele spielen, also zumindest war das immer unser Anspruch, muss man sagen, also wir waren jetzt nicht irgendwie verpflichtet, das zu machen, aber das hat schon sehr viel mit einem gemacht, weswegen ich jetzt 2020, wo ich dann aufgehört habe mit dem Podcast, mir schon fest vorgenommen habe, ich muss runterkommen von diesem Rushen, von diesem schnellen Spielen und alles miterleben und dann sofort das nächste Game und sofort am Release-Tag kaufen. Ich muss da wegkommen, ich muss wieder zu dem alten Ich werden und so. Und das war schon damals, 2020, sehr schwierig, die Monate. Und 2021 war das mein Anspruch. Ich muss da raus. Ich möchte sehr gerne einfach Spiele wirklich nur dann spielen, wenn ich sie richtig, richtig spielen will. Also wenn ich Bock drauf habe und solange ich möchte, solange sie mir noch Spaß machen. Und ich kann sagen, es war schwer. Also es war wieder schwer. Ich muss sagen, Anfang des Jahres, da spielte die Corona-Pandemie mir tatsächlich in die Karten. Also wenn es etwas gibt, was man der Corona-Pandemie
positiv hinzufügen möchte, und es gibt nicht viel, was man da machen kann, dann wäre das, dass viele Spiele verschoben worden sind. Jetzt werdet ihr sagen, what? Ich habe mega drauf gewartet auf Spiel XY, und dann kam diese Wall of Text. Das war ja immer, das war so der Running Gag, wenn eine Wall of Text kam mit vom Entwickler, dann hat man immer gesagt, oh nein, das ist wieder eine Verschiebung. Ich habe mich immer gefreut, sag ganz ehrlich, weil ich wusste, okay, das gibt mir Entlastung. Ich kann so ein bisschen Spiele jetzt mal wieder in Ruhe spielen, und auch wenn die Spiele verschoben werden, ich bin nie traurig, weil es gibt genug andere Sachen zu spielen. Ich verstehe diesen Frust nicht, der da meistens von den Spielern kommt. Und deswegen habe ich mich dann halt eben anfangs des Jahres, weil sehr, sehr wenig rausgekommen ist, es war auch neue Konsolen am Start und so, habe ich mich um die großen Spiele gekümmert. Und das war so angenehm. Ich habe Persona 5 durchgespielt, ich habe es ja im letzten Video gesagt, ich habe Final Fantasy 9 durchgespielt und noch das ein oder andere Spiel nachgeholt. Das war so unfassbar entspannt. Ich habe das richtig genossen, weil nicht ständig überall über Spiel XY geredet worden ist. Aber, und ich muss sagen, ich habe da auch versagt an der Stelle, weil als es dann wieder losging, so Ende des Jahres, wo die ganzen Spiele gekommen sind und jeder hat dann über dieses Spiel geredet, dann kam das und dann kam haben darüber voll viele Leute gute Wertungen oder gute Kritiken geschrieben, und ich war noch in einem Spiel, was irgendwie noch, weiß ich, 30 Stunden geht. Das hat mich wieder mal komplett kirre gemacht, und das ist eine Sache, die finde ich, ich wollte dazu extra mal ein Video machen. Ich finde es unfassbar beschämend, ich schäme mich selber, dass ich so teilweise so ticke, dieser typische FOMO-Effekt. Ich weiß nicht, wer das kennt, ist eigentlich ein Problem des digitalen Zeitalters, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen oder etwas nicht mitzubekommen, ist ganz schlimm. Und das ist bei mir bei Videospielen so. Also ich habe immer das Gefühl, oh nein, ich habe jetzt Spiel XY verpasst, ich muss das nochmal nachholen oder ich muss das jetzt schnell beenden, damit ich das nächste Spiel spielen kann. Grauenhaft. Ich habe mich dazu zwingen müssen, nicht so zu denken. Und ich, ob ich das jetzt geschafft habe, weiß ich nicht, aber zurzeit, es ist auch immer so, wenn die Spiele erscheinen, also wenn der Release von Spiel XY kommt und es reden erstmal eine Woche lang alle über dieses Spiel, dann macht mich das wirklich wahnsinnig. Aber nach der Woche flacht ja normalerweise so ein kleiner Hype ab, weil die Spieler das Spiel durchgespielt haben. Und dann ist auch echt alles wieder gut. Dann bin ich wirklich dann meistens wieder voll okay. Und dann habe ich das schon wieder vergessen und dann hab ich auch kein Problem. Aber das ist wirklich, verrückt. Wirklich verrückt. Trotzdem ist das, versuche ich da ein bisschen besser drauf einzugehen. Genauso auch beim Thema Spiele genießen. Ich habe auch mal versucht, Spiele auf 100% zu spielen. Skyward Sword habe ich zum Beispiel alle Nebenquests gemacht und alle Aufgaben erledigt, damit ich quasi so sagen kann, ich habe 100% alle Herzcontainer gesammelt. Ich habe 3D Worlds, also Super Mario 3D Worlds, 100% gemacht. Also quasi 100%. Ich habe die Stempel jetzt nicht alle, weil die Leute, die es wissen, wissen es. Und das fand ich geil. Ich habe jetzt irgendwie gerade da in dem Bezug immer mal wieder so gefühlt, oder diesen Reiz verspürt, Dinge einfach mal zu komplettisieren. Das habe ich zurzeit mit Kena, kann ich schon mal sagen. Also Spiele, die nicht so umfangreich groß sind, die würde ich gerne auch mal irgendwie weiterspielen. Miles Morales habe ich auch zum Beispiel Anfang des Jahres, war das? Ne, das war letztes Jahr, war das. Die habe ich zum Beispiel auch fast zur Platin geschafft, fast, weil ich müsste noch mal einmal New Game Plus durchspielen. Also das hat mich auch noch mal irgendwie gereizt, und ansonsten spielemäßig, ja, bin ich eigentlich immer noch so der Alte wie früher. Ich hatte eine Zeit, gerade letztes Jahr, dass ich irgendwie diese ganzen Story-Games, also diese reinen Story-Games, Spiele, die nur Entscheidungen treffen wollen oder so, Life is Strange und Telltale-Sachen oder sowas, die konnte ich einfach nicht mehr sehen. Walking Simulator, auch die konnte ich eine Zeit lang gar nicht mehr sehen, die habe ich auch zuhauf gezockt. Horrorspiele genauso, weil gerade beim Horrorspielbereich, das habe ich halt gelernt, da gibt es unfassbar viel Trash, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das hat sich ein bisschen rehabilitiert über das Jahr hinweg. Also gerade so die zweite Jahreshälfte, da habe ich dann solche Perlen wie The Forgotten City oder auch Life is Strange True Colors, was ich auch sehr gerne mochte, gespielt. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, ja, auch mal wieder nur auf Story einlassen, das geht auch wieder. Ich hatte eine Zeit lang, da konnte ich es nicht mehr sehen. Ich wollte nur noch Gameplay haben. Und noch eine andere Sache, die dieses Jahr definitiv noch angebracht werden musste, Spiele eine zweite Chance geben. Habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Das habe ich dieses Jahr eben auch immer wieder ausgeführt. Super Entscheidung. Spiele wie Vanquish, Bayonetta und Co. Konsorten. Einfach nochmal spielen, um sich eine Meinung nochmal einzuholen und zu merken, fuck, das ist ja geil. Das macht ja Bock. Das ist ja
gar nicht mal, oder besser, als ich das damals in Erinnerung hatte. Super, das ist eine Sache, die gebe ich euch immer auf den Weg, das sollte man machen. Fand ich ziemlich sehr, sehr gut. Und so war mein Jahr 2021, was Spiele angeht. Ist viel gewesen, also klingt jetzt alles total nach, oh mein Gott, First World Problems, aber ich fand das irgendwie interessant, das mal loszuwerden. Ansonsten, ja, Spielekonsum, spielemäßig habe ich natürlich jetzt eigentlich alle Konsolen abgegrast. Also ich habe die Switch, ich habe die Xbox, ich habe die PS5. Ich bin mit allem zufrieden, ich spiele auf allen Konsolen gleichmäßig. Ich habe auf allen Konsolen mir Spiele geholt, wenn sie im Sale waren. Da mache ich keine Unterschiede. Ich mag alle total gerne und finde, es ist momentan die Ausgangslage, die ich gerade habe mit den ganzen Spielen, das ist oder mit der Hardware, das ist die perfekte, die besser könnte ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Deswegen würde ich sagen, den Punkt können wir abhaken. Wir gehen jetzt weiter zum Punkt Streaming. So, ich musste kurz Akku wechseln von meiner Lampe. Thema Streaming. Oh, das ist jetzt ein bisschen, das ist schwierig, das Thema. Ihr wisst, ich habe Streaming jetzt sehr, sehr intensiv betrieben. Also meine Hauptplattform war Anfang des Jahres, habe ich immer gesagt, ist Twitch. Das ist der Ort, wo ich meinen Content kreiere. Und ich, wer jetzt denkt, oh, das ist einfach nur jemand, der da sitzt und zockt, ja. Also ja, natürlich mache ich das auch. Aber ich habe immer gemerkt, ich möchte nicht nur einfach da sitzen und irgendwelche Spiele spielen. Das macht man unter der Woche sehr gerne und das ist auch cool. Aber es kommt auch immer darauf an, welche Spiele gespielt werden. Und ich bin ja auch nicht unbedingt so die breite Masse. Ich bediene jetzt nicht irgendwie die Leute, die jetzt nur Multiplayer-Spiele sehen wollen oder so. Ich spiele sehr gerne Story-Games. Also was soll ich denn da dann spielen? Deswegen habe ich mich in den Streams, und das war auch Anfang des Jahres so, darauf verständigt, dass ich Spiele, die etwas älter sind, vor allen Dingen Sachen nachholen kann, die ich nicht kenne, und primär war das Nintendo. Deswegen kam ja auch irgendwann mal so ein Nintendo-Ansatz, dazu kommen wir noch. Da habe ich Super Mario gespielt, natürlich sehr gerne. Pokémon habe ich nachgeholt, Banjo-Kazooie habe ich gespielt, zwar für die Xbox, aber es ist ein N64-Game. Und ja, das war so ein bisschen mein Favor. So, ich habe auch muss man noch zusagen, auch Cuphead und Hollow Knight und so gespielt. Aber das war so ein bisschen Anfang des Jahres mein Ding. Ich habe dreimal die Woche gestreamt, Dienstag, Donnerstag, Samstags. Und es hat auch super funktioniert und es hat auch mega, mega Bock gemacht. Samstags, und genau, da wollte ich hin. Ich wollte ja nicht einfach nur streamen und spielen und da sitzen und dann zocken und so. Das war mir ein bisschen zu wenig Effort, muss ich sagen. Ich habe mir dann immer gesagt, okay, Samstag möchte ich gerne ein bisschen Event-Charakter schaffen. Ich möchte gerne Formate entwickeln, die im Stream funktionieren. Und da habe ich sowas wie Rüdiger, sind wir dann auf die Idee gekommen. Wir haben ja Anfang des Jahres mit Rüdiger, also gestartet als Pilot, sondern es war eigentlich nur eine einmalige Folge, sollte es sein. Und Jansel hat mich gefragt, ob man das nicht einfach weiterführen können, weil das Format ist super. Also, okay, dann haben wir das jeden Monat gemacht. Rüdiger, Musik oder Herz haben wir gemacht, über Videospielmusik, eine Show, die No-Death-Olympiade, was gab's noch, den Winnie Cup und das Quiz. Und ich habe ganz, ganz viele Sachen immer ausprobiert und das hat mega Bock gemacht. Es war immer total spannend und hat super viel Spaß gemacht und kam auch super an, muss man sagen. Natürlich erfordert das sehr viel Vorbereitungszeit. Ich muss die Gäste irgendwie immer einladen, muss das immer gewisserweise planen, aber das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war voller Motivation und das hat mich richtig gut irgendwie getan. Ich habe unter der Woche einfach ein bisschen was gezockt, so ein bisschen abgehangen und am Wochenende, Samstag, war dann immer so ein Format und das war super geil. Und dann kam irgendwo in der Mitte so ein gewisser Break. Ich möchte jetzt kommt was Persönliches, also Privates, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches normalerweise. Aber für mich war das dann schon etwas, was für einen Einschnitt gesorgt hat. Und zwar hat meine Frau nach vielen, vielen Jahren des Erziehungsurlaubs wieder angefangen zu arbeiten. Und das hat bei uns sehr, sehr viel neu aufgewirbelt. Ich muss mich sehr viel mehr jetzt einbringen. Ich muss die Kinder in die Schule bringen, ich muss die Kinder abholen, ich muss die versorgen, muss die ins Bett bringen und so. Ich bin total ausgelastet am Tag, sodass ich irgendwann mal gemerkt habe, ey, dieses Streamen, es geht nicht mehr. Ich bin müde, also vor allen Dingen, das ist ein ganz, ganz krasses Thema. Ich war schon vorher müde, habe mir trotzdem den Stream angemacht. Wenn die Kamera an ist, bin ich wieder fit, weil ich bin total happy. Aber nach einer Stunde merke ich, oh komm, mein Körper will einfach nicht mehr. Ich bin müde, ich kann nicht mehr. Dann war natürlich aber auch irgendwann mal der Punkt da, wo ich einfach auch gar nicht mehr im Gedanken irgendwie an Streamen war. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe auch gar nicht vorbereitet die nächste Folge von dem und dem Format für Samstag. Also es hatte irgendwann mal einfach, es war einfach irgendwann mal zu viel. Und
dann habe ich, ich glaube, das war im Oktober oder so, habe ich mich dazu entschlossen, den Streamplan aufzugeben. Also dieses Dienstag, Donnerstag, Samstag Stream habe ich aufgegeben. Ich wollte nur noch so spontan streamen, wenn halt die Möglichkeit da ist. Ich habe auch leider nicht die Räumlichkeiten, muss man auch sagen. Ich teile mir diesen Raum ja mit meiner Frau, das ist ein Wohnzimmer. Alles ein bisschen schwierig. Und aus diesem Grund habe ich dann irgendwann mal gesagt, Streamplan geben wir auf oder gebe ich auf. Damit das irgendwie immer spontaner funktioniert, damit auch der Stream auch qualitativ besser ist, finde ich halt irgendwie. Und letztendlich hat es aber dazu geführt, dass ich einfach unter der Woche gar nicht mehr gestreamt habe, die letzten Tage oder Wochen, weil ich, gut, muss man auch sagen, ich bin gesundheitlich momentan angeschlagen, aber vor allen Dingen, weil ich einfach das Mindset momentan nicht habe für Streamen. Also ich will einfach jetzt nicht irgendwie unbedingt etwas machen müssen, ne? Ich wollte mir diese Verpflichtung irgendwie, loslösen und deswegen habe ich das jetzt einfach mal aufgegeben und streame momentan aktuell nur samstags. Wie das im nächsten Jahr aussieht, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich versuche es wieder aufzuholen oder zumindest wieder diese Leichtigkeit wieder reinzuholen. Aber vielleicht muss ich mich erstmal noch an den Umstand, den wir haben, gewöhnen. Das kommt schon noch wieder. Ich habe sogar noch ein paar andere Ideen. Ich habe mir überlegt, da könnt ihr mir mal eure Meinung schreiben, ob ich nicht eventuell gar nicht mehr beim Streamen spiele, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die bei mir in Streams sind, ich habe ja eine Community auf YouTube, die ja daran interessiert ist, Videospiel Gelaber zu hören, ne? Also ich bin ja kein Let's Play Kanal oder sowas und ich habe das Gefühl, bei Twitch ist das genauso. Also sobald ich ein Spiel anmache, sind die Leute weg. Also zumindest ein paar, sorry, ich habe mir gerade Schmerzen. Ob ich das nicht irgendwie komplett sein lasse, weil da muss ich mir nicht Gedanken machen, was ich spiele. Das ist auch mal so eine Sache. Und ich habe mir sogar schon stark überlegt, das habe ich aber schon länger, ob ich nicht die Streaming-Plattform wechsle. Weil Twitch, also ich gucke es Twitch gerne, aber ich habe mir überlegt, warum mache ich das nicht eigentlich alles auf YouTube? Weil, es gibt eigentlich nichts, was mich bei Twitch hält. Also ich bin ja kein richtiger, also ich bin nicht so der Twitch-Streamer wie andere, die dann irgendwie 7 Stunden, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da komme ich gleich noch, die 7 Stunden einfach da sitzen und irgendwelche Multiplayer-Spiele spielen. Das mache ich ja nicht. Ich spiele halt ganz, ganz wenig eigentlich. Also wenn man meine Streamzeit zusammenrechnet, sagen wir mal, ich streame in der Woche 10 Stunden, dann sind auf jeden Fall von den 10 Stunden maximal 3 oder so irgendwie Spiele spielen. Das ist irgendwie auch komisch, deswegen weiß ich gar nicht, ob die Plattform richtig ist, aber obwohl Musik oder Herz könnte ich auf YouTube gar nicht machen. Das ist schon scheiße. Das geht nicht. Aber auch eine Sache, die muss ich auch noch kurz sagen, beim Thema Streaming. Ich habe auch gemerkt, mein Umstand, ich habe eine Familie, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe nicht die größte Wohnung. Mein Umstand ermöglicht es mir nicht, den normalen Stream, den Content zu liefern. Ich habe das Gefühl, die Leute, die streamen, also die ich kenne, die streamen lange und regelmäßig, fast täglich. 6 Stunden Stream am Tag und die sitzen da und die zocken und die essen irgendwas und dann gucken die Videos an. Ich kann das ja gar nicht. Also meine Streams sind sehr spät, also die beginnen erst ab 9 Uhr, das kann auch manchmal 10 Uhr sein. Dann streame ich nur 2 Stunden, also oder 3, also wie gesagt maximal bis um 0 Uhr oder leicht über 0. Das heißt, ich kann ja gar nicht diesen normalen Streaming-Content bieten. Warum mache ich das eigentlich? Also, ist jetzt irgendwie ein Gedankengang, der mir schon öfter jetzt vorgekommen ist, weil ich mir dachte, eigentlich bin ich der unpassendste Streamer. Aber trotzdem macht das Streamen ja total viel Spaß, weil ich habe das Gefühl, live, da fühle ich mich irgendwie wohler. Also, da fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr wohl. Wohler ist schlecht, aber sehr wohl. Komme ich mit gut klar. Ich mag das mit dem Chat zu interagieren und so. Aber ja, das sind so ein bisschen momentan so ein bisschen meine Gedankengänge zum Streamen in diesem Jahr. Da ist echt was passiert. Aber jetzt kommen wir mal zu YouTube, denn dort ist auch etwas passiert. Mit dem nächsten Blog. So, YouTube war nämlich, YouTube ist nämlich eine komplett umgekehrte Abfolge. Anfang des Jahres war das noch so, wie ich es Ende 2020 gehandhabt habe. YouTube nehme ich mal so mit. Ihr müsst wissen, ich wollte unbedingt auf Twitch ja auch irgendwie wachsen. Ich hatte vor, so auch meine Reichweite zu erhöhen und hatte gedacht, ja, YouTube möchte ich dann natürlich auch mitnehmen. Deswegen habe ich auch viele Stream-Highlights hochgeladen. Ich habe
immer mal wieder ein Video hochgeladen, auch sehr viel. Also ich glaube in der Woche 2 Videos hochgeladen, aber die waren jetzt nicht unbedingt großartig aufwendig. Natürlich habe ich auch mal wirklich jetzt, weiß nicht, eine Top-Liste mal gemacht, ja, auf jeden Fall, aber ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Also das kann ich euch schon mal sagen. Es war so, YouTube habe ich gemacht, weil ich unbedingt, wie gesagt, so eine zweite Plattform haben wollte, damit ich irgendwie auch immer auf Twitch die Leute rüberziehen kann, die das die da Interesse haben. Und B, hatte ich auch irgendwie immer, ja, ich mag ja YouTube, ich mag es ja, Videos zu produzieren, ich mag ja das Editierarbeit, ich bin da richtiger Fan von, Sachen zu schneiden und Musik drüber zu legen. Ich mag das gerne und das hätte mir jetzt auch wirklich gefehlt. Deswegen habe ich YouTube auch irgendwie immer auch sehr, sehr gerne gemacht, als Hobby, einfach um mich zu befriedigen. wie komme ich da raus? Ja, das habe ich quasi so Anfang des Jahres noch so ein bisschen mitgenommen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ey, da entsteht auch schon wieder so eine gewisse Freude, wie ich sie damals hatte, wo ich wirklich mit Lust und Leidenschaft mir auch mal Dinge ausgedacht habe und kreativ sein wollte. Das habe ich dann Anfang des Jahres, also irgendwann mal kam das so, ich glaube im Februar, wo ich Persona 5 durchgespielt hatte, dass ich mir den Vorsatz gemacht habe, nee, ey, einfach nur irgendwelche Videos hinrotzen, nee, das mache ich nicht. Das fühle ich nicht, das mag ich nicht, ich möchte das nicht einfach so machen. Wenn ich irgendwas mache, dann sollte es schon ein bisschen mit mehr Elan sein. Aber weil ja die Streaming-Sache immer da war, habe ich nie so die Zeit gehabt. Ich habe es immer so nebenbei gemacht und deswegen habe ich mir nicht so sehr, also ich habe es versucht, mir sehr viel Mühe zu geben, aber so wie es im Rahmen gepasst hat. Und im Laufe der Zeit, dadurch, dass jetzt dann eben in der Mitte des Jahres meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten und sich dann sehr, sehr viel getan hat, hatte ich zwar am Abend sehr viele Schwierigkeiten zu streamen, aber am Tag hatte ich immer wieder mal so eine Stunde, wo ich alleine zu Hause war, wo keiner da war, da hatte ich sturmfrei. Da hatte ich fucking nochmal sturmfrei. Seit Jahren habe ich mal wieder sturmfrei. Holy shit, das ist ja schon, das habe ich ja schon gar nicht mehr gewusst, wie sich das anfühlt. Und das war perfekt, weil dann konnte ich mich zum Beispiel hinsetzen, so wie jetzt gerade, und ein YouTube-Video aufnehmen. Das heißt, ich habe mich dann schon vorher immer schön mir Gedanken gemacht, okay, morgen habe ich eine Stunde Zeit für mich, dann nehme ich dieses Video auf, habe das alles schon ein bisschen vorbereitet und dann habe ich mich hier hingesetzt und ein Video aufgenommen. Und im Laufe der Woche habe ich dieses Video geschnitten, editiert und hatte ein Video die Woche, das ich hochgeladen habe und das mir mehr Spaß gemacht hat. Und das ist eine Sache, die jetzt am Ende des Jahres fast schon zu meiner absoluten Leidenschaft geworden ist. Ich finde es wieder richtig toll, YouTube-Videos zu machen, weil es auch etwas ist, was, also die YouTube-Videos, die ich mache, sind momentan welche, die ich selber gerne sehen würde. Ne, das war mein Vorsatz irgendwann mal, dass ich mir gesagt habe, mach bitte die Videos, die du selber gucken wollen würdest. Und da waren quasi, das sind halt auch Top-Listen und 5 Spiele, die so und so. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie unbedingt super kreativ, aber ich würde es mir angucken. Und deswegen habe ich jetzt richtig Gefallen dran gefunden an dem Content, den ich mache. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz. Ich bin total zufrieden mit, wie ich das momentan so managen kann. Und habe mich an meine Thumbnails gewöhnt. Also was YouTube angeht, bin ich total, total zufrieden und feiere das gerade mega, was hier so passiert. Ich finde das einfach großartig. Und da muss ich auch nochmal Danke sagen. Aber es steht natürlich ein Elefant im Raum, den ich nicht unangesprochen lassen möchte, und das ist irgendwann mal der Wechsel zu Nintendo. So, ich muss sagen, ich habe versagt. Also ich persönlich sehe das als Niederlage an, aber auch als ja, ich gehe da auch mit einem gewissen neuen Mindset raus. Die Sache ist die, als ich dann so diesen richtigen Elan hatte für YouTube, hatte ich so diesen, das habe ich ja schon auch in diesem Video gesagt, ich habe eine extra Videoreihe gemacht. Ich habe mir gedacht, boah, ich bin so lange dabei, ich bin schon über 10 Jahre auf YouTube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mal ein bestimmtes Zielpublikum ansprechen, weil ich bin so allgemein und habe dann auch noch gleichzeitig diesen Hintergedanken gehabt, dass Twitch, ne, mein Streaming-Plan mit den Mario-Spielen besser verknüpft werden könnte, wenn ich Leute hatte, die sich dafür interessieren. Also möchte ich mich irgendwo hin fokussieren und habe dann eben überlegt, was es sein könnte, weil ich bin ja, wie gesagt, breit interessiert und habe mich dann für Nintendo entschieden, weil Nintendo ja eben diese Firma ist, wo ich gefühlt
mehr reden könnte oder beziehungsweise mehr zu machen könnte, weil die machen halt viel Scheiße, aber auch viel super tolle Sachen. Und der Hinblick darauf oder beziehungsweise der Clou an der Sache ist, dass ich ja als neu dazugekommener erwachsener Nintendo-Fan die Sachen von damals nachholt und das sozusagen so ein bisschen das Aushängeschild dieses Kanals wird. Aber, und das muss ich sagen, ich habe es nie so richtig gefühlt. Ich habe nie die Eier gehabt, zum Beispiel komplett einen neuen Kanal aufzumachen. Das wurde mir immer wieder geraten. Ich habe nie die Eier gehabt, mein YouTube-Banner-Bild zum Beispiel zu ändern auf irgendwas Nintendo-lastiges. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich, es gibt eigentlich einen Moment, der es am besten beschreibt, finde ich. Der hat mir gezeigt, okay, das war dumm von dir. Das war dumm. Und zwar, natürlich bin ich Nintendo interessiert zurzeit. Sehr, sehr stark. Ich habe das ja auch beschrieben in dem extra Video. Das macht mich richtig, richtig, das interessiert mich einfach sehr. So, und es gab einen Moment, da gab es von Nintendo die N64-Emulationsgeschichte da. Ihr wisst, da gab es dann die Sega Mega Drive und N64 Games in dieser Mitgliedschaft. Und während alle Nintendo-YouTuber, die ich kenne, ein Video gemacht haben dazu, ja, ihre Meinung zu diesen N64-Spielen und wie ist das, läuft das und alles drum und dran. Es gab ja Videos en masse für eine kurze Zeit. Hab ich da gesessen und hab mir gedacht, Alter, das interessiert mich gerade gar nicht. Es interessiert mich nicht, hab mich wieder an meine Xbox gesetzt. Und da habe ich mir gedacht, das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht. Ich bin einfach viel zu breit interessiert an Thema Videospiele. Ich interessiere mich für die Kultur der Videospiele. Ich interessiere mich für diese Fangemeinschaft, für die Spiele an sich, für die Historie, die Legacy. Ich interessiere mich für Videospiele und ich lebe dieses auch total aus. Ich spiele auf jeder Konsole gleich gern. Ich mag dieses Medium. Warum sollte ich mich eigentlich auf eine Firma beschränken? Das macht so dermaßen keinen Sinn. Ich weiß, das haben einige auch gesagt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist einfach mein Weg, den ich gehen möchte, weil ich auch wirklich, ich habe wirklich Interesse für Nintendo. Das steht nicht nur umsonst da, weil ich einfach mit meinem Sohnemann so viel jetzt Nintendo-Content irgendwie konsumiere. Aber irgendwo ist es auch Bullshit. Es ist Bullshit, weil ich liebe Videospiele zu sehr, als dass ich mich irgendwie beschränken würde. Und das hat mir irgendwo auch die Augen geöffnet. Das hat mir die Augen geöffnet zu sagen, ey, weißt du was, es ist scheißegal, wenig damit, ob ich jetzt das falsche Publikum anspreche und so weiter und so fort. Ich interessiere mich für Videospiele und Leute, die genauso diesen Elan und die Leidenschaft haben, über Videospiele was zu erfahren, was mitzunehmen, neue Gedankengänge und so weiter, die kommen, die können gerne hier abonnieren, die können gerne den Kanal abonnieren und mit mir Videospiele feiern als solches. Ich habe kein Interesse an irgendwelche Console Wars, ich habe auch kein Interesse an irgendwelche, weiß ich nicht. Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Und das hat mir die Augen geöffnet, muss ich sagen. Und deswegen ist dieser Kanal steht nicht für irgendwie einen. Also das ist ja das, was eigentlich total falsch ist. Also man soll ja immer seinen Kanal mittlerweile in eine Nische positionieren, damit die Leute wissen, was sie bekommen. Bei mir, auf meinem Kanal, bekommt ihr einfach nur die Leidenschaft zu Videospielen. Das ist alles. Ich kann mich nicht davor drücken. So. Und das ist mir dann auch irgendwie scheißegal. Ich liebe Videospiele, so wie ich sie in den Videos anspreche. So, und das war YouTube zu diesem Thema. Und somit sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht irgendwie zu sehr voll gelabert. Natürlich kann ich hier und da noch ein bisschen was anderes ansprechen, möchte aber jetzt auch nicht irgendwie jetzt zu viel ausholen und euch voll quatschen. Gerne können wir nochmal in einem Stream paradox irgendwie, aber mal näher drauf eingehen, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr gerne natürlich in die Kommentare oder auch dann im Livestream mal die Fragen stellen. Da können wir uns gemeinsam nochmal drüber unterhalten. Mal gucken, was ich als nächstes für ein Video mache. Das war jetzt einfach mal so ein spontanes, gemütliches, vlogartiges Labervideo auf den Rückblick 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, macht es gut, ciao und habt eine schöne Woche.